Auch dieses Jahr wieder gab es im Rahmen von Jugend Hackt einen Workshop zusammen mit der FH Potsdam und dem Künstler und Entwickler Alexander Rechberg. Ihr könnt euch auch schon genau ein bisschen hinter mich stellen. Gab es Workshops, ein Forschungsprojekt zu digitalen Künsten und dieser Workshop hieß Remixing the Garden. Ich finde das ganz spannend. Genau, baut euch ruhig schon in Ruhe hier auf. Ich finde das ganz spannend, weil es gibt eine Sache, die kann ich ganz gut. Ich kann mich ganz gut um meine Pflanzen kümmern. Es gibt eine Sache, die kann ich sehr schlecht, das ist Mathe. Und dieses Forschungsprojekt, wenn ich das richtig verstanden habe, verbindet das beides. Sucht quasi den Code der Natur. Seid ihr soweit fertig? Braucht ihr noch einen Moment? Was sie da genau gemacht haben, sollen sie am besten selbst erklären. Das sind Khan, Ada, Sabah, Farah, Elli, Mathis, Corinna, Judith, Said, Musa, Marius und Noor. Bitteschön. Dieses Einführungsvideo ist von Musa über unser Projekt hinaus entstanden. Unser Projekt Remixing the Garden ist Bestandteil des Workshops von der FH Potsdam. Dabei haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie der Garten in Zukunft wohl aussehen könnte. Zunächst einmal ist uns aufgefallen, dass viele Pflanzen in der Natur ein bestimmtes Muster haben, wie hier zu sehen, und dass dieses Muster auch auf mathematischen Gegebenheiten beruht, wie hier zum Beispiel, okay, man sieht es nicht, hier zum Beispiel die Fibonacci-Spirale, die sich hier widerspiegelt. Und wir haben uns gedacht, wir können solche Pflanzen virtuell erstellen, eben auf diesen mathematischen Grundlagen aufbauend. Und dafür haben wir zunächst am Samstagvormittag uns mit einem komplett neuen Programm für uns beschäftigt und haben das beigebracht bekommen. Und am Nachmittag konnten wir dann bereits die eigenen Blüten kreieren. Und mehr über dieses Programm wird euch jetzt Marius erzählen. Ja, danke. Auf jeden Fall, wir haben das Ganze mit Cables gemacht. Cables ist eine Node-basierte Programmiersprache. Sie ist kostenlos und für jedermann im Web verfügbar. Also das Coole an Cables ist auf jeden Fall, dass alles, was man in Cables tut, sofort als eine direkte Vorschau erhält. Und hier kann man natürlich auch ein bisschen rumspielen, je nachdem, um das Ganze gegebenenfalls zu verändern. Ja, natürlich kann man diese Objekte, die man dort in Cables erstellt, auch exportieren und das Ganze lässt sich dann auch wieder in Webseiten einfügen. Ja, hallo. Wir haben verschiedene Pflanzen selber gemacht. Zum Beispiel in diese Pflanze könnt ihr die roten Blüten sehen. Und hier auf die zweite Pflanze könnt ihr sehen, dass die Blüten runterfallen. Und hier könnt ihr auf der letzten Pflanze könnt ihr sehen, dass diese Pflanze ihre Farbe ändert, zum Beispiel rot oder blau und weiß. Und jetzt erzählt Farah euch etwas über die Pflanzen auf Arabisch und danach erzählt Khan etwas auf Englisch. هلا رح نحكي عن المثلثات حولناهم من مثلثاتنا حولناهم لوردة وفينا نتحكم فيهم نعمل أكثر من لون بس نحن اليوم اخترنا يكون لونه أحمر ووحدة واخترنا وحدة يعني وردة تانية هي كمان كان مثل المثلثات وجمعنا أكثر من مثلث وحطيناهم مع بعض وحولناهم لشكل وردة دائرية. Hello, I'll be speaking English here. So this one, I made this one. As you can see, it's a basic tulip. I only did it
I only made this with a cylinder and a lot of triangles, and the other one, the five cactuses right there, is named five spiky trees. My friend Matt did this, and the last plant in front, please. Yeah, this one is from Judith. She didn't refer any real life plants, and which proves we can use these algorithms to create realistic plants. Thank you. Hört man mich? Ja, kommt ruhig zu mir mal einmal hier vor den Tisch, nehmt das Mikro mit, kuschelt euch zu mir, hier rechts und links am besten, kommt schnell vor, genau. Sag mal, also, ihr habt Deutsch gesprochen, Englisch, Arabisch und Cable. Wie habt ihr zusammen in der Gruppe gearbeitet? Wie hat das funktioniert? Wer möchte darauf antworten? Am besten ins Mikrofon. Nun ja, also wir haben relativ unsere eigenen, also erst unsere eigenen Pflanzen kreiert und letzten Endes alles zusammengetragen in einen sogenannten Patch, um das hier vorzustellen in unserem eigenen kleinen Cybergarten. Okay. Wer von euch hat zum allerersten Mal was programmiert? Kannst du mir ein bisschen erzählen, was du gelernt hast, Saber? Also wir haben viel gelernt, zum Beispiel, wie man programmieren kann. Und wir haben, ich wusste gar nicht, dass, wie man eine Blume zum Beispiel aufbaut. Ich habe das hier gelernt, zum Beispiel. Mhm. Und was war so vielleicht ein Problem, was du bei der Arbeit lösen konntest? Es gab ein paar Schwierigkeiten mit der Sprache, weil ich komme aus Syrien und bin nur seit 3 Jahren in Deutschland. Cool. Ich danke euch sehr. Vielen Dank an euch.